Ihr wollt coole Übungsaufgaben zu diesem Video? Gibt's alles auf thesimpleclub.de. Sogar mit Lösungswegen. Probiert's direkt mal aus. So Leute, heute kommt was, was wirklich jeden aufregt, der gerade programmieren lernt. Kommentare. Im ersten Moment denkt jeder, was für ein Rotz sind bitte Kommentare, so unnötig meinen eigenen Code zu kommentieren. Aber gerade wenn ihr später mal in Softwareprojekten mit anderen arbeitet, werden Kommentare unfassbar wichtig. Deswegen hier unter Video. Gut, also nochmal, warum sollten wir in Java überhaupt was kommentieren? Ganz einfach, damit eure Homeboys und Girls auch verstehen, was hier in dem Programm so geschieht. Beziehungsweise, damit ihr auch nach 10 Jahren noch versteht, was für einen geilen Scheiß ihr da programmiert habt. Dafür verwenden wir Kommentare. In Java unterscheiden wir drei verschiedene. Einzeilige Kommentare, mehrzeilige Kommentare und Dokumentationskommentare. Einzeilige Kommentare passen, wie der Name schon sagt, in eine Zeile und werden mit zwei Schrägstrichen begonnen und enden mit der Zeile. Die mehrzeiligen Kommentare können über mehrere Zeilen geschrieben werden. Sie beginnen mit einem Schrägstrich und einem Stern. Das Ende wird wieder mit einem Stern und einem Schrägstrich festgelegt. Easy peasy. Als letztes gibt es noch sogenannte Dokumentationskommentare. Die werden meist vor Klassen oder Methoden geschrieben, um eben diese zu beschreiben. Um die zu benutzen, schreibt man einen Schrägstrich und zwei Sterne oder Multiplikationszeichen, wie auch immer. Zum Schluss wieder ein Stern und ein Schrägstrich und der Kommentar ist zu Ende. Bei den Dokumentationskommentaren kann man noch Eigenschaften hinzufügen, wie den Autor oder Parameter und so weiter. Wieso? In Java gibt es die Möglichkeit, sogenannte Java-Docs zu erstellen. Java-Doc ist ein Dokument, welches aus Dokumentationskommentaren erstellt wird. Dort kann man dann sehen, welche Methode oder Klasse verwendet wurde und von wem sie geschrieben wurden und so weiter. Ist ganz nützlich, falls ihr mal eurer Oma das Programm ohne Code erklären wollt. Schauen wir uns einfach mal ein Beispielprogramm in Java an. Wir wollen das Programm hier noch in 10 Jahren verstehen, deswegen fügen wir mal Kommentare ein. Das Programm addiert übrigens zwei eingegebene Zahlen miteinander. Drückt ruhig Pause und versucht es mal nachzuvollziehen. Um die Klasse zu beschreiben, verwenden wir mal die Dokumentationskommentare. Also geben wir einen Schrägstrich und zwei Sterne ein. Eclipse vollendet meist von selbst die Zeilen. Jetzt können wir da alles reinschreiben, was wir möchten. Zuerst sagen wir mal, was das Programm macht. Dann fügen wir noch Parameter hinzu. Den Rest des Programms können wir einfach mit ein- und mehrzeiligen Kommentaren kommentieren. Zum Beispiel, um unsere Variablen zu beschreiben. Oder den Scanner, der für die Eingabe auf der Tastatur verantwortlich ist. Am Ende hauen wir noch einen Mehrzeiler raus und beschreiben, was da drunter so abgeht. Jo, läuft. In der Regel ist es immer gut, die Kommentare sinnvoll einzusetzen, also nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig. Naja, ihr wisst schon, wie das geht. Um das Java-Doc in Eclipse zu erstellen, müsst ihr in der Menüleiste unter Project und da dann die Option Generate Java-Doc auswählen. Das Dokument findet ihr dann in dem Ordner, in dem ihr auch das Projekt abgespeichert habt. Alright, Freunde der Südsee, fassen wir nochmal zusammen. In Java unterscheiden wir drei Arten von Kommentaren. Einzeilige Kommentare beginnen mit zwei Schrägstrichen. Die werden meist für kurze Beschreibungen verwendet. Mehrzeilige Kommentare beginnen mit einem Schrägstrich und einem Stern und enden wieder mit einem Stern und einem Schrägstrich. Die nehmen wir für längere Kommentare. Und zu guter Letzt die Dokumentationskommentare. Damit lassen sich Klassen und Methoden beschreiben. Geschrieben mit einem Schrägstrich, gefolgt von zwei Sternen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder die Videos einfach mal komplett sortiert haben wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de. Bis gleich!